Sachen tun, die nichts zum Spiel für uns beitragen. Ja, war ein bitteres Spiel gewesen. Wir hatten uns eigentlich viel vorgenommen, nachdem wir gegen Breslau sehr gut ausgesehen hatten in der zweiten Halbzeit. Wir haben jetzt eine unglaublich schreckliche Turnover-Quote gehabt mit 34 Turnover. Der Gegner hat 26 Mal uns stehlen können, den Ball wegnehmen können. Wir haben eigentlich den Gegner immer wieder stark gemacht, dadurch, dass wir ihm mit Fehlern den Ball und leichte Punkte gegeben haben. Wir haben zwar die Rebounds dominiert, aber aus diesen Rebounds kaum einen Punkt gemacht. Die Trefferquote in einem Zwei-Punkt-Bereich war wirklich schwach. Und wir machen aus 46 Versuchen gerade mal 18 Punkte. Damit kann man natürlich so ein Spiel nicht gewinnen. Wir hätten daraus über 90 Punkte machen können, aber ja, du hast ja schon gesagt, ne, Hektik beim Abschluss und führt eben dazu, dass die Fehlerquote, die Fehlwurfquote immer höher wird. Okay, wir müssen gucken, wie wir diese Aufgeregtheit abstellen können, sodass wir morgen nochmal mit einer ganz anderen Konzentration ins Spiel gehen können. Okay. Zagraliśmy dobry mecz w obronie, czasami było gorzej, ale ograniczyliśmy trochę straty i zagraliśmy zespołową koszykówkę i bardzo dobry mecz. I tyle. No tak, zgadzam się, dość dobry mecz. Strat było połowę mniej niż w porannym meczu, to zadecydowało. My z kolei przechwyciliśmy naprawdę dużo piłek z podwojeń, bo przeciwnik zaliczył aż 35 strat. Bardzo fajny rzut zza połowy tutaj kolegi Szpakowskiego, niestety nie został zaliczony. A dość dobrze tutaj punktujemy za 3, co mnie bardzo też cieszy. Jestem zadowolony z tego.